Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Liverpool, Leute. Heute werden wir uns den ersten Transfer kümmern. Und zwar brauchen wir einen neuen Stürmer. Könnt gerne reinschreiben, welchen Stürmer ihr sehen wollen würdet. Lasst einen Kommentar dafür den Algorithmus, Leute. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren. Ja. Ja. Was ist? Alles gut? Was ist? Was ist? Ja, ich nehme gerade auf, ey. Hier kommt alle 2 Minuten einer rein. Ja, du wusstest doch, dass wir jetzt. Ja, nee. Mama kommt alle 5 Minuten, weil die wieder rumschreit, weil die wieder nur irgendjemanden was machen sehen will, ey. Nein, immer dasselbe. Ich bin ja der, der angeschrieben wird. Ja. Zu Recht. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Liverpool, Leute. Heute erster Transfer steht an. Wir werden heute einen Stürmer verpflichten. Und zwar werden wir wahrscheinlich Lewandowski holen. Ja, wir wollen eigentlich Ronaldo holen. Harry Kane werden beide nicht verkauft. Ehrenlos müssen wir Lewandowski holen. Ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Aber war mehr oder weniger nur die dritte Wahl, ja. Ich finde Firmino nicht schlecht, aber da gibt es auch bessere, ja. Ihr könnt gerne reinschreiben, wen ihr noch vielleicht auf der Stürmerposition hier sehen wollt. Ja, lasst ein Like da, Leute, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, 6 Uhr morgens. Neue Folgen des Karrieremodus. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wäre fresh auf jeden Fall. Wäre sehr, sehr fresh, Leute. Und checkt wie immer noch den Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Also gerne mal vorbeischauen und mich gerne mit dem Kauf unterstützen. Wäre fresh. Wie immer auch noch gerne meine Songs abchecken, Leute, ja. Auf Spotify, Till bzw. Till FIFA Gaming. Hört meine Songs. Match Hockey sehen. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Let's go. Lewandowski können wir wenigstens kaufen. Das ist schon mal das einzig Gute, dass der Verein... Ah ja, ey, wir haben unseren Manager mit Cap diesmal ausgewählt, Alter. Let's go. Gleiche Kappe wie wir am Start. Ehrenmann, Digga, mit Kappe. Ist neu, ne? Wir haben noch niemanden mit Kappe gesehen, Alter. Absoluter Ehrenmann, Digga. Guck ihn euch an, Alter. So sieht ein Trainer aus. Das waren noch die Oldschool-Trainer früher. Mit Jogginganzug, mit Kappe. Heutzutage alle mit Anzug, Digga. Soll man nicht auf so... auf, teuer auf abgehoben machen, Alter. 111 Millionen, Alter. Krasser Shit, ey. So teuer war Lever noch nie. Pff, Digga. 140. Ich glaube sogar, dass sie ablehnen, weil die, das stand eben, glaube ich, zwischen 140 und 200, habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Digga, 175 für einen 31-Jährigen. Was ist mit euch los, Alter? Scheiß die Wand an. Hab ich, also so viel habe ich noch nie für Lewandowski gezahlt. Werden wir auch nicht. Zack, aber... ich glaube, für unter 150 kommen wir hier nicht weg, ey. 150 Millionen. Aber wir brauchen ihn halt, ja. Ich will ihn halt unbedingt haben, Lewandowski, weil wir brauchen halt einen krassen Stürmer hier im Team. Weil Firmino ist nicht schlecht, aber das geht auf jeden Fall noch besser. 150 Millionen, Leute, für... Puh, Digga. Für Lewandowski. Ich schaue nochmal hier gerade nebenbei, was so ein Firmino kostet. Ach, Digga, die Seite ist auch so komisch gemacht. So FIFA fand ich irgendwie... so FIFA, wisst ihr, Baba-Seite in Sachen Potenzial und so, fand ich letztes Jahr 10-mal geiler. Digga, 87er Bewertung, 87er Potenzial. Da geht einfach gar nichts mehr bei Roberto Firmino. Nice Sache, Digga. Fresh. Ja, Mittelfeldspieler brauchen wir, wenn man ehrlich ist, ne? Eigentlich 2. Fabinho ist stabil, Fabinho bleibt. Henderson zu alt, Wijnaldum nicht zu alt, aber auch relativ alt. 28 ist nicht mehr viel möglich. Also brauchen wir eigentlich noch 2 Mittelfeldspieler und Innenverteidiger auf jeden Fall. Stimmt, das ist die Sache. Um Innenverteidiger haben wir uns immer noch nicht gekümmert. Da werden wir... ja, gute Frage, Alter. Ich kann mal hier... oh, Transfergut für Salah. Menu hat uns... was? Ach, what? Das ist neu, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hat uns Fred und 108 Millionen im Tausch gegen Salah angeboten. Oh, das ist neu, Alter. Früher haben die nie irgendeinen Spieler dazu geboten, Alter. Nice. Okay, ist jetzt nicht so eine krasse Änderung, aber mal was Neues, Leute. Das gab es zuvor noch nicht. Ich will mal hier ganz kurz... ah, Digga, die Seite ist ganz unübersichtlich geworden, Alter. Die war früher irgendwie geiler. Wo sind denn hier Positionen? Ah, hier. Nee, hä? Boni? Ich will eigentlich nur Stürmer suchen, aber gut. Was soll's. Naja, Salah, werden wir uns später drum kümmern. Wir werden jetzt erstmal das erste Spiel angehen. Das erste Testspiel. Ich wüsste, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Karrieremodus in der Premier League teilweise wirklich immer noch am besten... weil du hast da so viele Spiele, du hast da so viele krasse Spiele, das ist ja das. Du hast so viele krasse Spiele, ja. Weil du halt diese 5, 6, eigentlich schon 7, 8 Top-Mannschaften hast in der Premier League. Finde ich halt schon echt sehr, sehr nice. Wir müssen eigentlich noch eine B11 an den Start bringen. Und das können wir vom Ding her eigentlich jetzt schon mal machen, weil wir müssen es eh machen. Ich hasse das immer, die B11 zu erstellen, aber
Ja, wir müssen es ja machen, früher oder später. Von daher machen wir es einfach jetzt mal. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen die Spieler schonen. Und ich glaube jetzt... Ah ja, wir haben ja auch noch Thiago. WTF, Digga. Wir haben ja noch Thiago. Habe ich ja ganz vergessen. Okay, Digga. Stimmt. Wir haben ja, aber ich bin ehrlich, Leute. Für mich, Keita haben wir auch noch. Aber Keita ist auch... Also, ja, ich weiß es nicht. Thiago ist für mich so ein Spieler. Der ist zwar saftig, der ist aber nice. Elliot muss noch rein. Kann der auch Stürmer spielen, Elliot? Ne? Ja, müsste auch gehen, Alter. Oder Jota. Jota kann auch nur linker Flügel. Wollte ich mich komplett auseinandernehmen gerade. Aber das sind so, ja, wir könnten auch Firmino spielen lassen, aber, Brudi, guck mal, unser Kader ist wieder so groß, aber das sind wieder Spieler, die du teilweise auch nicht so wirklich gebrauchen kannst. Also wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen aussortieren, ja. Van Dijk kommt noch raus für Matip und ja, sonst Vandenberg. Naja, gut, ich will jetzt hier auch nicht zu krass in die B11 gehen. Also Innenverteidiger müssen wir auf jeden Fall noch was investieren. Wo war ich eben stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Aber gut, wir haben jetzt die B11 am Start. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir auch schauen. Diesen Fail habe ich letztes Jahr oft gemacht, dass wir die B11 auch auswählen. Hier, zack. So, jetzt haben wir die B11 nämlich ausgewählt. Da habe ich so oft gefailt letztes Jahr und mich dann immer gewundert. Digga, warum ist die Auswahl so down? Gegen Kawasaki, erstes Spiel. Sollte eigentlich easy machbar sein. Wir machen Schnellsimulation. Oder sollte möglich sein, Diego Jota trifft, Thiago trifft Alexander Arnold. Nice, 3-0 gewonnen. Ah ja, wir waren bei Thiago. Also wie gesagt, Thiago haben die gekauft, aber Thiago ist halt auch zu alt. Wir werden ihn jetzt im ersten Jahr natürlich jetzt nicht direkt verkaufen, klar. Aber ich plane jetzt, ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen, auch nicht mit Thiago groß für die Zukunft. Ja, also damit ihr da schon mal Bescheid wisst, ist jetzt, Depay. Juve will ihn holen für 71,5 Millionen. Kann das sein, dass die Spieler nochmal teurer geworden sind? Also, die Corona-Phase wurde hier irgendwie nicht so wirklich mit berücksichtigt, ne? Durch Corona-Phase ist ja jeder Spieler günstiger geworden, aber nicht in FIFA. Ey, ich habe das Gefühl, die sind wirklich alle nochmal teurer geworden. Oh, Dani Olmo ist auch ein interessanter Spieler. Florian Wirtz auch. Also, der für ein Potential, Alter. Wirtz, zack, da bin ich mal gespannt. Florian Wirtz, 88er Potenzial. Ist nicht schlecht, Alter. Den werden wir auch mal auf die Liste packen zum Vormerken. Das ist halt so ein Spieler... Wird halt wahrscheinlich bei uns kaum die Chance haben, überhaupt zu spielen. 17 Jahre erst. Jung, aber wir brauchen natürlich auch ein paar Spieler, die man dann entweder verleihen kann oder die man dann auch mal einsetzen kann, wenn halt die B11 am Start ist. Was hast du noch gesagt? Dani Olmo, ne? Können wir auch gleich nochmal schauen, was der dieses Jahr für ein Potenzial hat. Ich glaube, letztes Jahr war der gar nicht so heftig. Letztes Jahr hat er so 87 oder so, ne? 86, 87. Der ist ein echt mega, muss man sagen. 87, ja. Bin ich ehrlich, lohnt sich schon fast nicht so wirklich. Aber... ist nur, wie gesagt, kann auch noch viel besser sein, ja, deswegen ist immer nur so ungefähr, ja, aber ich finde den mega, Alter, bei Goretzka gibt es auch noch, fürs Mittelfeld wäre auch eine interessante Variante, wie Sam Ben Yedder, ja gut, der ist ein bisschen zu teuer, oder wir holen jetzt direkt Haaland für den Sturm, ne, ich glaube, wir werden Lewandowski klammern in der nächsten Folge, das war es erstmal soweit von der heutigen Folge, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei, Real gibt es dann auch noch das Spiel, wir werden erstmal Lewandowski verpflichten, täglich 6 Uhr, ich hoffe, ihr seid dabei, checkt nur meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Blau, Orange, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe, vieles mehr, gratis Autogrammkarte. Gibt es eure Bestellung dazu. Schaut vorbei. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und checkt nur wie immer meine Songs aus auf Spotify. Till, beziehungsweise Till FIFA Gaming heißt auf Spotify. Checkt's aus. Checkt's aus, Leute. Seid am Start, unterstützt mich. Pumpt auf Dauerschleife, Tag und Nacht durch. Ich will's laufen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid am Start. Haut rein. Und tschaußen.